Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer lang ersehnten, für mich zumindest, weiteren Folge von The Witcher 3. Für mich ist es die erste Aufnahme seit, keine Ahnung, seit ein, vielleicht sogar zwei Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mal gucken, wann die letzte Folge von mir ausgestrahlt wurde. Hier, nee, das ist jetzt die, die letztens ankam, weil ich nehme am 12.02. wieder auf und da ist gerade Folge 41 erschienen. Ich habe insgesamt 5 Folgen nie hochgeladen. Am 16.07., also ein Jahr definitiv. Ich bin alles so leid. Also ja, fast ein Jahr. 16.07.2018 kam die letzte Folge von mir raus. Und ja. Ich musste nochmal alles nachspielen, weil ja einmal meine PS4 komplett meine PS4 ist abgekackt, ne? Ich musste sie neu installieren. Was bedeutet, Umkehrschluss, ich musste nochmal von eigentlich Folge 17, ja, ihr könnt nachgucken, Suchaktion auf der Reuseninsel, ne? Ich musste nochmal von da an alles machen, wahre Liebe auf der Reuseninsel musste ich alles nochmal machen, Keras Verführung, bildliches Treffen mit den Herren, Ciri bei den Mumen, das Ahnenfest und ein alter Nebling, Killer Kommando auf der Suche nach dem Kreischling, Folge 24, Hanna aus den Wäldern, Baron vs. Ciri, wer gewinnt das Rennen, Ciris Geschichte in Velen endet, Abschied von Baron, notgeiler Fälscher und falsche Spuren, Wild Hunt, Folge 29, Kleinrot und ein kaltes Bienenhassermonster. 30, also Folge 30, aufgepasst, Lambert ist aggressiv, Novigrad und ihre magischen Wesen, Geralt vs. Brüllaffe, Vivan killen leicht gemacht, das Schicksal der Hexerin in Novigrad, ein Traum von Rittersporn, das beste Lied im Doppelpack, Dextra Kampf mit blankem Schniedel, Badehausaktion, Triss opfert sich auf, Triss nimmt jemanden an den Klöten und eben heute am 12.02. ist Schwerter und Knödel auf meinem Kanal wieder erschienen. Jetzt habe ich noch bis Folge 45 schon aufgenommen, damals noch, und habe sie einfach wirklich nie hochgebracht, weil natürlich jetzt anderes Zeug im Vordergrund stand, weil das ist ja ein Together, und zwar die Triss Together-Reihe. No. Alle, die jetzt Yen irgendwie was erwarten, nope, Yen habe ich schon durch, könnt ihr alles auf meinem Kanal gucken, aber jetzt kommt Triss dran. Hier weiß ich, dass wir das auch noch machen müssen, triff dich mit Triss, Auge um Auge, das wollten wir eigentlich machen, laut Folge 45, aber ich will unbedingt gewinnt alte Freunde machen, weil dort bekomme ich dann Triss Marigold als Karte. Und das möchte ich dann schon ganz gerne haben. Dann können wir auch Schwarze Perle direkt abgrasen, weil, ja, es ist eine Level 13er Mission. Deswegen gehen wir zuerst nach Skellige. Mal kurz. Aber ich werde speichern hier, weil ich weiß nicht, ob dann Triss noch verfügbar ist und so weiter und so fort. Wenn nicht, machen wir zuerst Triss. Kapitän der Atropos? Was ist?
ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Aber jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich an Kohle? Weil ich habe keine Kohle mehr. Ich habe mir zwei neue Waffen gegönnt und das sind die beiden hier. Ach so, ja, das ist nicht viel. Aber dennoch, warte mal, hier, Torlun ist zwar nicht... Warte mal. So, ihr seht schon, jetzt habe ich sogar noch ein besseres Silberschwert als so schon. Dann habe ich hier noch ein anderes Schwert gekauft. Warte mal. Scherbenschwert haben wir bekommen, das weiß ich. Ach, hier, das da. Überlegenes Schwert aus Dolplatana. Kritischer Treffer Bonus, Bonuserfahrung bei Humanoiden, Bonusgold. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, weil... Guckt euch das an. Igni, Zeichenintensität, Axi, Zeichenintensität, Chance auf Taumeln, Chance auf Verstümmeln. Oh ja. Aber was für ein Säbel. Ach ja. Wo ist der nächste Waffenladen oder so? Oder Moment mal. Ich kann mir doch einfach mal kurz Geld leihen. Habe ich mir schon mal gemacht, einfach um zu gucken, wie viel man bekommt. Aber 130 Kronen sollten reichen. Ich habe sie zurückgezahlt damals, zum Glück. Hier, Vivaldi. Na? No. Ich habe ganz vergessen, dass man dafür noch 1000... Kronen zahlen muss. Ich brauche einen Kredit. 100 Kronen sollten reichen. Das kann ich. Ich würde da bist. So. 114 Kronen dazu, das heißt 214 Kronen sollten eigentlich prinzipiell reichen. Jetzt habe ich einfach gerade All-In also blank gezogen, kann man sagen. Aber gut. Hallo? Wir können abfahren. Ja. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Ritter. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Willkommen ins Skellige, Freunde, jetzt, würde ich sagen. Ach nee. Ah!
Ach stimmt, wir stranden ja hier. Euer Ernst gerade. Tja. Mit uns ist nicht gut Kirschen essen, ne? Oh, Skellige. Boom. Scheiße, ist das Spiel laut eingestellt. Das muss ich gleich mal ändern. Weil ich habe schon 37 mit dem Spielton. Das ist normalerweise, ja, etwa 5 Punkte niedriger als sonst. Ja, ich kann nicht Pause drücken, aber gut. Ja, wage es nicht. Wage es einfach nicht. Dieses Medaillon. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Angret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei. Wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Okay. Danke. Mach's gut. Du läufst mit dem Wolf rum. Interessant. Und plötzlich, ich hab's ja auch hier angespielt. Bin ich ein bisschen unlogisch, aber gut. So, ja, eigentlich sollten wir dahin, aber ich glaube, ich gehe lieber an den Runfake oder wie das Ding heißt. Und Moment, nee, ich mache das anders. Ich gehe zuerst hier hoch, hol mir den Steckbrief da oben und dann machen wir uns auf den Weg. No. Aha. Und schon so machen wir gute Punkte. Und Moment, die Händler. Was vom Festland will. Schlechte Idee. Ja. What? Ich wusste nicht, dass da Wachen sind. Habe ich nicht gesehen, sorry. Sorry, Brüder.
So. Kann ich jetzt zurückgehen und kannst du mal einfach was einkaufen? Sorry, Bruder. Die besten Waren der Inseln mit Abstand. Ach, du verkaufst. Hallo. Willst du was kaufen? Indirekt, kommt drauf an. Zeig mir deine Waren. Ja, ist klar. 659, ein Pferd mit Sattel. Werd nicht so schnell müde. Reiseführer ist Bikerok. Artskellige. Anskellige. Faror. Endersfial. Und Unwick. Okay. Leider hast du keine Gwind-Karten. Dann interessierst du mich herzlich wenig, aber danke, dass ich jetzt weiß, wo ich Karten herkriege, falls ich Orte suche, hier auf Skellige. So. Bin ich hier richtig? Ja. Hafen von Kerr Trolde. Dann haben wir hier noch einen Schnellreisepoint, das weiß ich instant. Mach langsam. Einfach durch. Warte mal. Und einen Moment, die. Hallo. Willst du was kaufen? Kommt drauf an, was du hast, wie gesagt. Zeig mir deine Waren. Oh, da kann man dasselbe kaufen. Das heißt, ich muss nicht mal dort in die Einöde raus. Okay. So, jetzt rennen wir direkt mal. Lalala. Mal später müssen wir sowieso da hoch und dann können wir das prima abkürzen mit einer Schnellreise. Die das gewusst hätte ich plötzlich doch noch mitgenommen. Ja, ja, nee, nee, ist sicher nicht so wichtig, dass ich das mitnehmen müsste. Es kann sein, dass ich niedriger bin im Level als vorher. Das kann sehr gut sein. Oder dass ich eben andere Kleidungsstücke trage. So, nee, da müssen wir jetzt noch nichts mitnehmen. Jetzt können wir hier mal an den Randweig, also ins Randweigdorf oder wie das Ding sich nennt. Und dann können wir uns von dort definitiv sehr gut alles holen. Warte mal. Also ich weiß, dass man hier ein Horn holen kann, was sehr wichtig wird auf See. Pass bloß auf. Hallo? Ja, ich renne von mir aus auch alles, das ist mir auch egal. Also. So bin ich dann auch wieder nicht, aber wo ist mein Plötzlein? Randweig. Moment, die. Wo ist eigentlich. Oh, dorthin können wir uns auch porten. Okay, das Vorlag. Von Uriala. Dahin müssen wir schwimmen, definitiv. Also ja, mit einem Boot hinsegeln. Dann Harbiken. Wo ist eigentlich der Endkampf? Das weiß ich nicht mehr. Na gut.
Ach ja, und ein paar Fragezeichen werde ich auch nicht gemacht haben, wahrscheinlich. Ah, verlassene Städte. Kommt drauf an, in welchem Level. Ah, 15. Ich werde mein neues Schwert austesten. Au. Ja, moin! So. So. Somit sind die Dorfbewohner wieder da. Nein, darfst du nicht. Sie brauchen ziemlich lange. Haben Sie sich vielleicht verlaufen? Willkommen, wir sind seit 20 Jahren Holz auf. Unsere erste Tat hier in. Gallagher. So, jetzt können wir hier hinten hin. Ja, komm, wir können dadurch schon okay. Bleibst du lange? Was darf ich dir abschneiden? Lände oder die Schulter? Lieber gar nicht. Da ist nicht mal ein Schnellreisepoint. Ah, doch, hier. Ich hätte ein Angebot für dich. Ah. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Jenge Fred höchstpersönlich. So, so. Und wozu braucht der berühmte Djenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Okay, vielen Dank. Nehme ich zur Kenntnis. Und wo ist jetzt die Zusammenarbeit? Ich sehe da keine Zusammenarbeit. Ich darf sicher wieder alles machen und der bekommt die Lorbeeren oder so. Moment, wenn ich schon gerade hier bin, hole ich mir jetzt noch die Anschlagtafel. Weiter so, Plätze. Sorry. Voilà. Auch wenn das eine. Laufplätze. Ein ziemliches Maß an Missionen sein wird, was wir jetzt neu dazu bekommen. Wo wollen wir als nächstes hin? Ich glaube hier nach unten. Mal schauen. Nilfgaard ins Kellinge. Hier blase ich das Licht aus.
Ich glaub's ja auch. Außer, das ist jetzt eine Mission, aber nein. Hä? Glaube ich ja auch, ne? Brandeffekt. Wo steckt der Pissknödel? Sorry. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause, es ist nicht weit. Kräuterhändler, ist egal. Ja, und nun? Ah, da ist er, mein Befreier, mein Retter. Ich bin wieder bei meinen Leuten, dank dir. Zeig mir, was du hast. Handeln können wir später. Jetzt habe ich Lust, Karten zu spielen. Vielleicht Gwind? Okay. Ja, ihr seht schon... Warte mal, wir sind hier bei Scoia'tael. Ist das mein Ding? Ja, ist es. Ich habe natürlich Cirilla, ich habe Yennefer von Wengerberg, Vernon Roche, Estrad, Tizen und so weiter. Das ist natürlich nicht das Einzige, wenn wir hier auf Scoia'tael sind. Vesemir ist auch hier von Partie. Nicht nur bei meinem Hauptmain-Ding. Aidna. Sesson Tessis, oder wie sie ausgesprochen wird. Und dann geht's weiter hier zu Monster. Da habe ich Mumienweberin. Vampir Bruxa. Und das war es dann eigentlich schon mit guten Karten. Hier habe ich Leto von Guleta, Meno Quahorn, Morvan Voris, Tibor Eckbracht, Stephen Skellen, Schütze der schweren Infanterie, schwerer Feuerskorpion. Ja, läuft bei uns, ne? So, mit diesem Deck tritt ich wieder an. Ist mein Main Deck. Wow. Gutes Blatt. Sehr gutes Blatt sogar. Hier, das werden wir so machen. Interessant. Dann haben wir den hier. Und dann haben wir noch Cirilla. Nun? Hoho. Das ist ein Wichser. Dann nehmen wir die da. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt ein ziemlich schlechtes Blatt erwischt. Nehmen wir den da. Dann ihn hier. Ich möchte einfach gucken, was er so spielt.
Gut, habe ich das Ding nicht gespielt. Ich habe auch wieder drei Karten danach. Also so ist es nicht. Selbst wenn es momentan gerade aussieht, als hätte er ein bisschen die Oberhand. Ja, und ich habe schon gewonnen. Ich spiele die. Interessiert mich nicht. Dann hole ich mir ihn hier back. Gutes Wetter. Dann werde ich jetzt zuerst mal das hier spielen. Die Ulti, kann man sagen, von dem Deck. Und ich habe gewonnen. Und ich hätte jetzt noch sie hier wieder zurück auf mein Blatt nehmen können. Sie hier, zum Beispiel, ich mache es jetzt mal. So. Dann spiele ich die wieder. Und kann noch Rittersporn beschwören. Zum Beispiel. Jetzt habe ich schon 40 Punkte, ne? Also. Am Anfang sah es ja nicht gut aus, aber dann doch noch. Extrem dichter Nebel brauche ich doch nicht nochmal. Ah, so dumm. Aber gut. Muss ich hier drum rum oder? Ja gut, können wir machen. Ah, hier kommen dann die Rennen. Ja, ist klar. In Skelliger gibt es viele Wettrennen. Habe ich die überhaupt in Novigrad gemacht? Ich habe da nie was mitbekommen. Vielleicht kommt das noch in der einen oder anderen Mission, aber an sich... So. Unsichtbare Mauer for the win. Sehr schön. Ich genieße es gerade wieder. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich wieder angefangen habe, The Witcher zu spielen, lag einfach daran, wegen Monster Hunter World. Weil dort ja die Kooperation mit The Witcher war. Und da hat man ja Geralt spielen dürfen. So, das hätten wir. Ja, komm, wir gehen jetzt noch kurz da lang. Wo willst du hin? Es gibt keine Drachen, Mann. Der meistgesuchte von Skellige. Ja, die kann äußerst verbuggt sein. Es kann nämlich sein, dass der Werwolf dort nicht down geht und dann haben wir ein richtig fettes Problem. Dann geht die Quest nicht weiter. Monsternest. Ich brauche die Kartätsche. Darf ich mal? Ne, nicht Alchemie. Sirenen.
Komm runter, Drecks. Drecksviecher. Wollen die mich verarschen? Okay, es reicht. So. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Easy. Oh, sollte nicht hier stehen bleiben. Was denn? Verlieren wir die Nerven. So. Haben wir auch einen Schatz? Anderen Ende der Heide war. Immerhin haben wir hier eine Schnellreise hingeklatscht. Das bedeutet, wir können mal kurz hier hin. Geht immer noch schneller als alles zurückzurennen. Aber eins kann ich euch auch sagen: Bis ich mal die Kartätsch und so zusammen hatte, das war vielleicht eine Sache. Ich hab dich im Blick. Aha. Hast du mich im Blick? Interessant. Jetzt gehen wir noch dahin. Geh da mal schnell so durch. Springe hier hoch. Hol mir Plötzi an meine Seite, sofern Plötzi kommen mag. Und dann let's try it. Also wie gesagt, ich feiere es gerade ungemein wieder The Witcher zu spielen, auch wenn ich jetzt gerade schon 8 Stunden hinter mir habe. Klar, ich musste nur alles skippen, aber dennoch, ich musste die Reitwege ja trotzdem hinter mich bringen und die Kämpfe. Zum Teil war es dann noch schwieriger, weil ich habe zum Beispiel den Brüllaffen mit Level 13 besiegt. Und der war irgendwie Level 20 oder so? Ich weiß es nicht. Oder 21 irgendwie um den Dreh. Ein Monsternest. Interessant. Machen wir, glaube ich, kurz, sofern ich hier irgendwie reinkomme.
komme da aber nicht rein. Ach, hier. Hier ist der Eingang. Na bitte. Haben hier ihr Nest. Nur rohes Fleisch, okay. Harpieneier. Und sonst noch irgendwas? Ich hoffe ja immer noch auf Mutagene, aber irgendwie. Schneller. Sind die Mutagene mittlerweile rar gesät? Langsam. Komme ich danach wieder hier hoch oder? Ich glaube nämlich schon fast nicht. Ich komme hier wieder hoch. Lauf, Plätze. Na bitte. So sind wir auf dem richtigen Wege. Ich hoffe. Ja, es ist jetzt halt mehr noch ein bisschen ein Erkundungspart. Weiße Wölfe. Okay, interessant. Na bitte.
Was mich halt an der Hose stört, es sieht aus, als hätte er Windeln an. Komm runter. So, das hätten wir auch schon erledigt. Müssen wir nie wieder machen. Komm schon, Plätze. Dann, na ja, wohl gehen wir lang. Wir gucken mal kurz, wo das sein soll. Familienglück. Finde den Schatz. Schiffswrack. Bliblablub. Dann haben wir Hexaufträge. Oder war das hier bei Nebenquests? Eine schwarze Perle. Darf ich mal gucken, wo das sein soll? Ach, auf der anderen Seite, gut. Und wo war das mit ach, da müssen wir dann auch noch hin. Darf ich mal kurz? Und weg. Was denn da drüben? Ach, ich glaube, hier ist dann der Endfight. Kann das sein? Ja, ist egal. Wir werden auf jeden Fall dann darüber schippern. Weil ich es kann. Dann haben wir noch was ins Auge gesetzt. Wo ist das mit... Geh nach Faro und such nach Hammond. Wo soll das sein? Da unten? Interessant. Ja gut, so viel dazu. Wir gehen jetzt mal hier lang. Kann ich das überhaupt? Sorry für das ewig auf die Karte gucken, aber... gerade echt keinen Bedarf auf Monsterchens, zumindest so nicht. Los, lauf! Dann brüllt mal für euch und jault. Na bitte.
Habt ihr schon mal einen Pferd-Treppenstein gesehen? Jetzt auf jeden Fall. Oder beispielsweise Treppen runterlaufen. So, jetzt mache ich das mal folgendermaßen. Ich steige ab. Und wer hustet hier so beschissen? Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ja, Moment. Nee, ich muss es dann sowieso da lang und dann da hoch. Dann mache ich das wie folgt. Ich klaue mir hier ein Boot. Meditieren kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Weltkarte. Jetzt kann ich mir das schon mal anvisieren. Ich muss hier rüber. Und das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist folgendermaßen. Ich speichere mir das, weil ich habe keinen Bock, dass mich die scheiß Sirenen angreifen und ich darf dann alles rüberschwimmen. Nee. So, drückt mir die Daumen, Freunde. Drückt mir die fucking Daumen. In dem einen noch 900 Meter. Noch 800 Meter knapp. Also ja, jetzt sind es noch knapp 800 Meter. Deswegen bin ich nicht gerne auf Skellige. Absolut nicht. Bitte, 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 bitte. Sind immer noch fucking 700 Meter. Obwohl wir das Ding schon sehen. Wie gesagt, ich habe keinen Bock hier rüber zu schwimmen dann. Ja klar, ich habe Bolzen und so alles ausgerüstet, aber dennoch. So, noch fucking 500 Meter knappe, aber dafür ultra ruhige Mucke, gefällt mir hammerhart. Ah, speichert, sehr gut, automatisch speichern, for the win. Aber sind doch nie drei Minuten schon durch. Weil bei mir ist es so eingestellt, dass es alle 3 Minuten speichert. Noch knappe 250 Meter jetzt gleich. Nur noch knappe 50 Meter gleich. Ich bin so froh, Mann. Wir haben es geschafft. Jetzt kann uns nicht mehr viel passieren. Ich muss sich nur noch ein
Karkaven finden. Ich glaube, ich muss nach da vorne. Aber jetzt, egal was passiert, ich kann mich auch am Rand rüber bimmeln. Also das ist jetzt wirklich kein Problem mehr. Ich bin aber froh, dass wir es geschafft haben. Oh. Ich brauche doch den Scheiß nicht. Und das Boot ist heile geblieben bis dato. So, voila. Jetzt kommt so ein Hai und frisst mich, ne? Also, das wäre so, Worst Case Szenario. So, da sind wir nun. Jetzt können wir nach da oben hin. Aber irgendwie ist das Dorf hier ultra leer. Und Sirenen höre ich schon wieder. Komme ich darüber? Weil ich muss darüber, sonst läuft der Hase nicht. Meint ihr, ich gehe jetzt hier rum oder wie? Sehe ich so dumm aus? Danke für den Stuff. Ach ja, da muss zuerst die Cutscene getriggert werden. Ja. Das ist schon heftig. Thank you.
Ach du Scheiße. Als ich das beim ersten Mal gesehen habe, ne, dachte ich mir, ja Scheiße. Geht ja gar nicht fit, das Ganze. Effektlautstärke runterdrehen. Ich würde mal sagen auf 80. Musik auf 90. Dann gucken wir uns das nochmal an. Ich sehn mich nach Haus. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Wie schmeckt mir das Sein? Der Pfeif, meine Jungs auf der Streif. Worin liegt beim Bild fürs Wein? Ich schütze den Treppen, mein Atem mir stockt. Der Wind peitscht mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Es ist Zeit, höchste Zeit, ich nehm Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte, dort kenne ich mich aus. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer, noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Wer waren diese Männer? Meine Mannschaft. Haben geschworen, bei mir zu bleiben. Haben Wort gehalten. Der Große ist Wilmar, der Rechts ist Wilfred und der Stotterer ist Wilhelm. Warum seid ihr, du und deine Leute, noch hier? Wir können hier nicht weg. Der Riese wird uns alle umbringen, wie die anderen. Warum hat der Riese dich verschont? Ich, meine Leute und die Sirenen. Wir bauen ihm ein Langboot, hab die Segel genäht, bin ein paar Mal getürmt. Aber die Sirenen haben mich jedes Mal zurückgebracht. Wozu braucht er ein Boot? Wo will er denn hin? Versprichst du es nicht weiter zu sagen? Meine Männer traue ich bis ins Grab. Aber dir? Versprochen. Ich sag es niemandem. Na gut. Der Riese fährt damit los, um die Götter in der Ragnarok zu besiegen. Der letzte Schlacht vor dem Ende der Welt. Es ist bald fertig. Nicht viel wild hier, aber der Riese hat dir was zum Essen gegeben. Wo hat er das her? Ich weiß es nicht und frag auch nicht. Es schmeckt mir und der Mannschaft. Da drüben auf dem Boden, an der Hand sind Bissspuren. Was? Wo? Wilmar, Mann, du solltest aufräumen. Kannst kein Geheimnis behalten, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Wir hatten die Wahl, entweder das oder zu verhungern. Aber ich habe niemanden gezwungen. Alle waren dafür. Ich sollte jetzt gehen. Mast und Schotbruch. Das wünsche ich dir auch. Ich nehme mir einer deiner Schädel mit, Mann. Oh Gott. So. Wo waren wir? Na gut, jetzt können wir gerade so gut direkt noch da hochgehen. So, das waren seine Harpien mal. Ich glaube, da gibt es jetzt keine Harpien mehr. Der kann mich doch mal kreuzweise, der Dude. No? Ja, tut mir leid für die wieder etwas längere Folge. Aber ich wusste, dass es heute wieder so lang geht. Kämpften barfuß. Die Sirenen haben sie wohl überrascht. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Sie wurden überrascht, konnten den Angriff aber abwehren. Ich brauche mehr Hinweise. Mehrere Personen sehen. Hab mein Boot in Richtung Norden gezogen. Und das Schwert. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter.
Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Aha. Gut, gehen wir da mal nach der Sache. Mich diese Spuren hin. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Er hat seine Pfeile liegen lassen. Okay. Noch eine Spur. Ja, ich glaube, jetzt kommt die Mission, wo wir eigentlich eines der geilsten Items für Skellige bekommen. Für die Sirenen. Neckar haben den Verfolger aufgehalten. No. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Der Bogenschütze wollte ihn töten. Ich frag mich, warum. Ist hier entlang. Wurde erst hier getroffen, ist dann aber weiter. Und da hinten ist dann der Endkampf, muss ich sagen. Ist weiter, obwohl er kaum noch laufen konnte. Noch eine Spur. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Aha. Abgeschlossen, ist klar. Ist kalt geworden. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Das Ding. Horn eines Hornwars. Du hast einen Questgegenstand erhalten. Ja. Yeah. Und dieses Horn bläst alle, ich betone alle, Sirenen vom Himmel. Und dieses Horn ist mein Lieblingshorn. Hat hier noch einen zweiten Pfeil abbekommen. Wurde schwer getroffen. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? Keine Ahnung. Werden wir noch feststellen. Warte mal. Ich möchte mal die Quest aktualisieren und dann... Moment. Ist auf der anderen Seite. Okay, da oben. Interessant. Trolle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Frag mich, ob er noch lebt. Ah, werden wir es noch herausfinden. Der Bogenschütze war auch verwundet. Anscheinend. Ja, wie gesagt, das beste Ding haben wir jetzt. Das, was wir benötigen, haben wir.
Ich dachte eigentlich, wir hätten einen Shortcut nach draußen, aber nein. Der Troll will Schläge. Ah. Immerhin kann er brennen. Eistroll. Na, hier sehen wir nichts. Oh Gott, ich glaube, ich verirre mich da. Ja, klar. Wenn. Sind wir jetzt hier wieder draußen oder wie? Ah nee. Möchte ich eigentlich nicht. Gut, immerhin, wir wissen, wo es weitergeht. Dann gucken wir jetzt uns noch hier schnell um. An der Backe. Ach, hi. Au. Wo ist der Troll aggressiv? Hast du mitbekommen, dass ich deine Freunde umgebracht habe, oder wie? So, Eistroll. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Auf der anderen Seite draußen. Okay. Alles im grünen Bereich. So, das war's. Jetzt können wir der Fußspur weiter folgen. Hier lang gehen. Da drüben kocht was. Komm hier. Ach so, hier. Auf der Fährte.
Dankeschön. Kocht ihr da was? Ja, kochen. Hey, du da, hilf mir! Das Wasser wird heiß! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilfe. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Ein Troll, natürlich. Gut, Troll. Jetzt du fangen. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Pipi? Rätsel schwer. Mensch, Texen. Ich hab fair gewonnen. Rätsel dumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Pipi. Kannst du gehen? Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Danke mir mit einer Geschichte. Was machst du hier auf Unvik? Bin mit Chalma an Kret gekommen, um den Eisriesen zu töten. Wollten ihn den Kopf kürzer machen, die Insel zurückerobern und dann im Ruhm baden. Aber... Ist was schiefgelaufen? Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Wenn sie überhaupt noch leben. Die Expedition. Erzähl mir davon. Hat angefangen wie in den besten Balladen. Mit einem deftigen Sturm. Hat unsere Segel zerfetzt. Haben schließlich das Ufer gesehen. Aber dann haben Sirenen angegriffen. Als hätten sie drauf gewartet. Aber wir hätten sicher irgendwie geschafft, wenn der verfluchte Steuermann nicht gewesen wäre. Hat der Steuermann einen Fehler gemacht? Nein, seine Mama hat ihn mit dem Arsch vorangeboren, den Idioten. Hat Geschichten über die Sirenen gehört und sich vor Angst Wachs in die Ohren gestopft. Konnte unsere Warnungen nicht hören. Hat uns direkt auf die Felsen gesteuert. Haben ein paar Männer verloren. Mussten die Verletzten auf Trümmer ziehen. Die Sirenen waren ständig in der Nähe. Chalma hat die ganze Zeit sein Horn geblasen. Aber wir waren zu nah am Berg. Und dann hat sich eine Lawine gelöst. War wohl nicht euer Glückstag. Was ist dann passiert? Wir haben den Idioten in dem Schiff gefunden und am Wachturm ein Lager aufgeschlagen. Alles schien sich zu beruhigen. Okay. Ach ja, übrigens, mit dem Arsch voran kann man geboren werden. Das nennt man dann die Steißgeburt, aber okay. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten und gesehen, wie Egner von Faroe Chalmas Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalma gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal. Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat.
Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Hast du eine Idee, wo Hjalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Hjalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Eigentlich wollte ich jetzt weiter, aber gut. Gut, gehen wir. Welche Mission war das? Ah, hier, Lambert bei den sieben Katzen. Nee, das war was anderes. Das sollte eigentlich bei den Hexeraufträgen sein. Un momento. Ja gut, aber wenn... Ah Gott, zum Glück hat es hier, glaube ich, eine Schnellreise, ne? Verlassenes Dorf. Ist das Dorf gemeint oder keine Ahnung? Der Typ kommt da auch mit. Naja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir wenigstens diese Mission hinter uns gebracht haben. Oscar. Oh. Nee, jetzt sag mir nicht, ich habe bis jetzt mit der falschen Stimme geredet. Oh nee, die Folge wird sowas von behindert sein. Oh nee. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass ich das interne Headset anhab. Oh Mann. Ist das nervig gerade. Oh my goodness. 1 Stunde 25 Minuten. Bruder. Ja, zum Glück ist nicht viel passiert, außer das scheiß Horn, aber trotzdem. Tut mir unglaublich sorry, Mann. Komm mal mit. Ich hoffe, du kannst klettern, ne?
Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Ich speichere mal hier. Ich weiß nicht, ob der... Oh, ne. So. Blöde auch daran ist, ich kann nicht mehr alles machen. Würde ich jetzt auch nicht mehr so, aber... Der hat sich einfach neben mich geportet, der Typ. Nicht gut. Immerhin. Das heißt hier nicht gut. Läuft. Ja, und nun? Es wird Zeit für Katze, Mann. Sonst sehe ich nicht bis zu der Nasenspitze. Kleines ein little bit Problemchen. Wir kommen nicht mehr raus. Zumindest wüsste ich nicht wie. Oder vielleicht schon, keine Ahnung. Hä? Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Ha. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Ah, er kennt sie. Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Das war also Thorsten. Sie wurde zerstückelt. Wahrscheinlich von zwei Personen. Hjalmar hat hier viele Männer verloren. Arvid an Tordaroch. Er wollte unbedingt mit uns kommen. Arvid. Okay. Der Tunnel ist eingestürzt. Oh Gott, das ist doch alles entzündbar hier.
Okay. Und dann sind wir eigentlich hier schon durch. Oder auch nicht. Ein bisschen alles überbelichtet, wenn wir nicht in der Höhle sind. Aber jetzt haben wir ein Problem. Mehr speichern kann ich jetzt nicht, oder? Ja, klar. Komm, ich möchte wieder schwimmen. Solange ich schwimmen kann, ist alles tutti, aber wenn's anders läuft, dann nicht mehr, weil... Oh Gott. Wir sind einfach so langsam unterwegs. Ja, das kann ein normaler Mensch gar nicht schaffen hier.
Ach so, hier geht's weiter. Die hat den halben Köcher abbekommen. Das hat sich doch mal gelohnt. Was jetzt, du Stück Dreck? Zweigeteilt. Wie viel ist hier hinten eigentlich gelagert, Mann? Das ist eine reine Wunschgrube. Zweigeteilt. Ja, ja. Immerhin, wir sind drin. Schmiede der kleinen Tatarach. Ja. Nie wieder den Scheiß machen. So, und hier wieder in die Höhle gehen. Oh. Ich speichere hier, weil... da ist Stufe 26, der Troll da. Verdammt, bist du hässlich. Deine Pfeile helfen mir. Nicht gut. Au.
Dankeschön. Das muss die legendäre Schmiede sein. Ich muss nach dem Werkzeug suchen. Schmiedewerkzeug, aber verziert? Das muss das Werkzeug sein, das Joanna gemeint hat. Ich glaube, runter kommt man easy going, aber einfach nicht hoch. Um hochzukommen, muss man durch die Höhle durch. Und das ist schon harter Abfuck. Na. Oder? Aber bei welchem Leuchtturm? Hier oder keine Ahnung? Ich bin da gerade dezent überfragt. Sind das seine Leute? Oh, ihr Götter. Das sind fast 20. Aber kein Chalmer. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ich speichere gleich ohne Spaß. Bei so viel Stuff, Kennst den du wir auf der Insel aus? Ich war noch nie hier. Sagen wir, ich habe den Clan Tordaroch nie sehr gemocht. Um ehrlich zu sein, wird er von niemandem auf Arzkellig wirklich gemocht. Du sagst, Arzkelliger mögen die Leute von Undwig nicht. Aber ihr habt ihnen nach dem Angriff des Riesen geholfen. Wenn du einen Ertrinkenden im Sturm rettest, fragst du doch nicht vorher, woher er kommt. Mag sein, aber deine Leute haben ihnen Unterkunft gewährt. Und ihr seid hier, um den Riesen zu töten. Aber natürlich. Und Weg zurückzugewinnen ist der beste Weg, diese Leute von Arzkellig loszuwerden. Gibt es einen Clan, mit dem sich die Arzkelliger verstehen? Nun, bestimmt nicht mit den Brockwar-Feiglingen. Sie werden es nicht zugeben. Aber vor 100 Jahren hat sich ihr Jarl vom Schlachtfeld zurückgezogen, nur weil der Gegner in Überzahl war. Und die Färöer sind alles Betrüger und Diebe, das weiß jedes Kind. Die Tyrsir von Arzkellig haben sich schon immer zu wichtig genommen. Aber der Clan von Lugos dem Irren, der ist in Ordnung. Komisch. Ich dachte, das wären eure ärgsten Feinde. Sind sie auch. Aber wir können die anderen Clans einfach nicht respektieren. Lass uns gehen. Okay. Puh. Dass wir es auch schon bis hierhin geschafft haben, das ist auch schon eine Hausnummer. Zum Glück habe ich gespeichert, Freunde. Zum Glück, Mann. Ohne Spaß, zum Glück habe ich gespeichert. Sonst, rip my life, Mann.
sonst definitiv hard rip my life. Das wusste ich gar nicht, dass wenn man einen mit Axie betäubt, dass die Möglichkeit erhöht wird, einen mit einem Hieb zu töten. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. So, ich werde jetzt drauf zurückgreifen, so hoch zu gehen. So, ich werde jetzt einfach mal kurz einen Tag verstreichen lassen. Einfach mal, weil ich es kann. So. Hi. Ha, so einfach hätte es vorhin sein können. Zeig mir die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Mit was zahlen wir jetzt? Mit Kronen oder mit Florin? Oder ist Florin einfach die andere Währung, wo man dann umtauschen kann in Kronen? Keine Ahnung. Da bin ich gerade hart überfragt. So. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Okay. Kein Problem. Fallen hat auch noch nichts an Schaden gekriegt. So, ja gut. Ich gehe natürlich den Weg hier entlang. Kommt der mit? Ja. Da hoch komme ich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, und welchen Weg? Willst du da drüber durch oder wie? Also kann man schon machen, ne? Aber ist halt anders gestreckt, das Ganze. Wir kriegen hier wenigstens wieder einen Schnellreisepoint, würde ich sagen. Da oben, ich sehe ihn schon. Ah, da ist noch einer. So. Hjalmar. Fola, ich dachte, du wärst tot. Was ist passiert? Wo warst du? Du hättest auf mich hören und Egnar nicht mitnehmen sollen. Aber du hörst ja auf niemanden. Weißt du, was er getan hat? Hat das Horn Walhorn gestohlen und die Mannschaft in Gefahr gebracht.
bin ihm gefolgt. Alleine? Du hättest mich wecken sollen. Ich hätte auf dich gehört, aber stattdessen... Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Du kennst mich? Unsere Barden singen Balladen über dich. Und mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt, als ich klein war. Ich erinnere mich gut. Man muss kein Hexer sein, um ein Held zu sein. Kaltes Wasser und eine salzige Brise sind der Zaubertrank der jungen Skelliger. Die Ballade vom Hexer und der Zauberin? Das bist du? Ja. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bis hierher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, er ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot, glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Okay, das ist eine außermäßige Story. Weil normalerweise würde ja jetzt eine Quest aktualisiert werden. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Ich sag's dir, dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll. Oh Mann. Geralt, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das war. Ich weiß, dass es dort eine kleine Mini-Quest gab, wo ich irgendwie einen aus dem Käfig befreien muss. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Ja. Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Viggy noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt, Ankret? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Wir sollten ihn befreien. Der Riese ist groß und gefährlich. Wir könnten eine Extraklinge gut gebrauchen. Auch wenn sie von einem Verrückten geschwungen wird? Das hab ich gehört, Ankret! Lass mich sofort raus! Warte hier. Ich suche den Schlüssel. Der gehört mir. Hey, lass mich raus. Schnell. Halt bloß die Klappe. Ich habe in einem beschissenen Trollkessel gesessen, ohne zu murren. Bis ich kam, ne?
Danke, Bruder. Werde ich nicht vergessen. Verschwinden wir von hier. Ja, aber erst, wenn er tot ist. Oh nee, du bist so ein Mongo. Aber gut, er ist wach. Ich glaube, jetzt hinter dem Käfig. Zum Glück haben wir ihn befreit. Ja. War ein Riesenglück. Pfeil geflogen kam. Viggy, du blöder Idiot. Wo sind die anderen? Danke für deine Hilfe, Weißer Wolf. Geralt der Riesentöter. Ich sorge dafür, dass die Skalden davon singen. Hjalmar, der Riesentöter, klingt besser. Es war dein Unterfangen. Du hast dir den Ruhm verdient. Ich glaube, du hast recht. Verschwinden wir von hier. Ich will mich noch ein wenig umsehen. Gut, dann treffen wir uns am Strand, in der Nähe des Hafens. Okay. Und dann beenden wir die Folge. Stufe 20 erst, aber wir haben schon ultra viel hinter uns. Also wie gesagt, das war jetzt wirklich Glück im Unglück. Es hätte jetzt anders ausgehen können. Weil ich weiß noch, dass beim ersten und zweiten Mal, als ich da durchgegangen bin, dass ich das Ganze wiederholen musste, weil ich es nie zustande gebracht habe, den Schlüssel dort hinten zu klauen. Am Strand in der Nähe des Hafens. Ja, sonst mache ich es einfach nochmal, ne? Und dann gehen wir zusammen weg. Ja. Nerv mich nicht.
Ohne Spaß. Das wäre doch der Strand in der Nähe des Hafens, oder? Segelst du zurück nach Artskellig? Ja. Ich muss allen erzählen, wie mutig meine Jungs gekämpft haben. Ihre Familien werden stolz sein. Viele große Krieger sind gestorben. Aber wir waren siegreich. Die Bewohner von Undvik können zurückkehren. Ob die anderen das auch so sehen werden? Ich werde die Verantwortung für ihren Tod übernehmen. Ich war für die Expedition verantwortlich. Und sie haben an mich geglaubt. Haben mir vertraut. Leb wohl, Ankret. Danke für deine Hilfe, Hexer. Ich habe das vage Gefühl, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Und mit diesem Wagengefühl hat er gar nicht mal so unrecht. Ne? So, im nächsten Part gehen wir felsenhart dem hinterher, Auge um Auge, oder wie hieß das? Ne, hier, auf der Fährte. Ne? Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Tut mir leid, dass die erste Stunde voll für den Arsch war, eigentlich. Der das jetzt noch gegen Ende geguckt hat, ist ein Ehrenmann. Definitiv. Und wer der ganze Part geguckt hat, definitiv sowieso. Vielen Dank fürs Zugucken. Tödlich.